Hey Leute, es gibt mal wieder Neues vom Franzosen. Wir sind jetzt beim AMX M445, das ist diese Schönheit hier. Der AMX M445 stellt den Übergang vom relativ stark gepanzerten AR-L44 zum sehr beweglichen AMX 5100 dar. In gewisser Hinsicht kombiniert er auch beide Merkmale. Dieses Fahrzeug ist nicht ganz unbeweglich und hat auch noch ein bisschen Panzerung. Um genau zu sein, ist dieses Fahrzeug ähnlich gepanzert von vorne wie der Tiger. Also wie dieses Fahrzeug hier. Allerdings nicht ganz so stark. Und es bringt auch nichts, ihn wirklich anzuwinkeln, weil im Gegensatz zum Tiger hat dieser Panzer keinerlei Seitenpanzerung. Das macht den AMX M445 noch mehr als den Tiger zu einem extremen Unterstützungspanzer. Das werde ich vor allem in diesem Gefecht ausleben, da ich bei weitem nicht Top-Tier bin, sondern abgesehen von ein paar Tier 8 auf unserer Seite auch noch ein Tier 9 hier rumgammelt, genauso übrigens bei den Gegnern. Wir sind also für dieses Gefecht ziemlich ungepanzert, haben aber eine Kanone, die durchaus über genügend Durchschlagskraft verfügt, um auch den Tier 9 Gegnern bitteren Schaden zuzufügen. Aber wie sich das entwickelt, schauen wir uns lieber im Gefecht selber an. Ich mache an der Stelle etwas, was ich inzwischen gar nicht mehr so oft mache. Eigentlich fast nie. Ich ziehe mich zurück in eine ziemlich weit hinten gelegene Ecke und spiele den Sniper. Das kann man mit diesem Panzer machen. Wenn man Top-Tier ist, sollte man das allerdings nicht machen, da man dann auch eine gewisse Verantwortung gegenüber seinem Team hat. In dem Fall bin ich definitiv nicht Top-Tier und beschließe, dass es durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Ihr werdet nachher sehen, dass ich mich nicht bewege, nicht versuche, Arti-Safe zu stehen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass in diesem Gefecht keine einzige Artillerie vorhanden war. Das Gefecht ist jetzt natürlich nicht das Spannendste, dank der Entwicklung, die es genommen hat. Allerdings ist das Ergebnis trotzdem nicht zu verachten und es wird auch noch ein wenig spannender, als es derzeit ist. Tja, an der Stelle rätsel ich, wie rum der KV-3 steht. Ich denke, er steht mit der Front schräg rechts vorne, also in unsere Richtung nach rechts. Er hätte auch in die Richtung nach hinten nach rechts stehen können. Das wäre möglich, aber recht unwahrscheinlich gewesen. Der Unterschied ist, wie dann die Panzerung angewinkelt ist und wo ich dann hinschießen muss. Bei dem hier ist es leicht, Tiger einfach immer unten in die Mitte. Wenn man Glück hat, erwischt man den Motor. Besser gesagt, den Antriebsstrang. Der Motor sitzt hinten. Aber ich hatte kein Glück. Und bei diesem KV-4 weiß ich nicht, was da passiert ist. Den habe ich schlicht und ergreifend nicht getroffen. Dafür kriege ich den 12 Lebenspunkte Abstauberkill. Die Position stellt sich an dieser Stelle als wirklich hervorragend heraus. Ich kann nämlich auf die verschiedensten Panzer schießen, unter anderem diesen IS-8, der sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt hatte.
Die Handlungen meiner Gegner lassen mich an der Stelle darauf schließen, dass ich noch nicht gespottet wurde. Ich probiere hier auch ein bisschen komische Sachen aus. Aber da ich mich hier relativ sicher fühle, ist es ja auch nicht weiter problematisch. An der Stelle habe ich bemerkt, dass meine Gun Depression, obwohl gut, doch nicht ausreicht. Und habe mich deswegen ein wenig umpositioniert. Der zweite Schuss auf den IS-8 war ziemlich schlecht gezielt. Der dritte ebenfalls. Beim vierten überlege ich mir sehr genau, wo ich hinschieße, weil ich weiß, dass ich den Durchschlag habe, aber halt treffen muss. Dieser Kernerwurm hat sich extrem schnell gelöscht. Entweder der hatte einen automatischen Feuerlöcher oder er war sehr flink mit den Händen. Das bezweifle ich allerdings, dafür spielt er nämlich geradezu ungeschickt. Links oben in der Ecke seht ihr, bei wie viel Schaden ich derzeit stehe. Das ist sicherlich kein überragender Wert, aber dafür, dass ich hier völlig outclassed bin in diesem Gefecht, ist es doch eine ganz ordentliche Hausnummer. Dieser T29, ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass ich das eine oder andere Mal schon dahin geschwenkt bin. Dieser T29 steht irgendwo da hinten in der Stadt und trägt zu dieser ganzen Schlacht nichts bei. Ich werde nachher noch zu dem kommen. Und er wird wirklich der Letzte sein vom gegnerischen Team, der noch überlebt, weil er einfach in dieser Stadt steht und nichts tut. Es ist zwar hochgradig unwahrscheinlich, dass der zufällig hier zuschaut, ARA 102, aber sollte er das doch tun, Gratulation, du hast am längsten überlebt, aber du hast ein mieses Gefecht abgeliefert. Immerhin schafft er das, was sonst keiner schafft in diesem Gefecht. Er fügt mir Schaden zu. Wer am Ende das Lachen hat, wird sich allerdings noch zeigen. Jetzt schießt der T29 nämlich erstmal sehr ungeschickt auf meinen Panzer. Ich aus der Fahrt auch ziemlich ungeschickt. Aber den Kill kriege ich trotzdem. Damit bin ich bei nahezu 3000 Schaden. Mit einem T7-Panzer in einem T9-Gefecht. 5 Kills. Ganz knapp vorbei am Krieger. Und ich denke, damit ist das Potenzial dieses Panzers noch nicht ausgereizt. Man kann diesen Panzer spielen, dass an Turm, an der Wanne Geschosse abprallen. Es ist nur nicht ganz leicht und ich bin nicht gut in Übung. Man kann diesen Panzer mit der 100 mm spielen, für 300 Schaden pro Schuss. Aber das ist mir für solche Gefechte hier zu kritisch, weil T9 Gegner doch eine ziemlich ordentliche Panzerung haben. Und man kann ihn auch sicherlich so spielen, dass man keine 20 Abpraller im Gefecht hat. Okay, so viele waren es wahrscheinlich auch nicht, aber ich denke, es steckt noch mehr drin in diesem Panzer, als ich gerade rausgeholt habe. Aber es ist auf jeden Fall nicht der schlechte Übergang zwischen zwei Klassen, als der er oft bezeichnet wird, sondern vielmehr ein Hybrid aus diesen beiden Bereichen, der das Beste kombiniert. Ein bewegliches Fahrzeug mit noch existenter Panzerung und einer gigantischen Kanone. Das war's mal wieder vom Franzosen. Wir sehen uns beim AMX 5000.
Wenn ihr das Gefecht schon gesehen habt, schaut euch meine anderen Fahrzeugklassen an. Ich habe inzwischen den Loraine 40T erworben. Vielleicht ist das was Interessantes für euch. Oder vielleicht interessiert euch Artillerie. Da habe ich die französische Artillerie schon durchgespielt. Wie auch immer, man sieht sich beim nächsten Video und viel Glück auf dem Schlachtfeld.